Was tun, wenn die Liebe geht? Verlassen oder betrogen zu werden, ist wohl das Schlimmste in Sachen Liebe, was uns passieren kann. Ein Mensch entscheidet hier nämlich einfach mal so über den Kopf und das Herz eines anderen hinweg, dass es Zeit für Neues ist. Die wenigsten Partner werden in diese Beschlüsse mit eingebunden. Manche Menschen machen es ihren besseren Hälften auch einfach nur unmöglich, noch länger mit ihnen zusammenzubleiben. Die Art der passiven Trennung ist weit verbreitet, trifft uns aber immerhin nicht ganz so unvermittelt wie das Verlassenwerden. Doch auch wenn unsere Liebe einfach nicht erwidert wird, stellt sich Liebeskummer ein. Damit dieser kein Dauergast in deinem Leben wird, haben wir in unserem heutigen Video ein paar wichtige Erste-Hilfe-Tipps für dich. Nummer 1. Reden hilft. Sprich dir deinen Liebeskummer von der Seele. Niemand muss allein und stumm vor sich hin leiden. Wenn du Angst hast, deinen Freunden oder Familienmitgliedern damit den letzten Nerv zu ziehen, wende dich an eine Hotline oder such dir Leidensgenossen im Internet. Wenn du nach einigen Wochen oder gar Monaten immer noch nicht über diesen herben Rückschlag hinweggekommen bist, ist es Zeit für eine professionelle Intervention. Es ist keine Schande, sich an eine Therapeutin oder an einen Therapeuten zu wenden, weil man den Verlust einer Liebe oder die Zurückweisung durch einen anderen Menschen nicht verkraftet. Wir Menschen möchten geliebt werden. Das ist eines unserer ältesten und stärksten Grundbedürfnisse. Geht dieses leer aus, kann es durchaus und gar nicht so selten vorkommen, dass wir dadurch komplett aus der Bahn geworfen werden. Gewöhne dir außerdem einen offenen Umgang mit diesen Gefühlen an. Es bringt dir und dem Rest der Welt nichts, wenn du das Scheitern deiner Beziehung oder einen Korb verheimlichen möchtest. Angriff ist auch im Fall von verletzten Gefühlen die beste Verteidigung. Nummer 2. Sei gut zu dir. Liebeskummer ist ein ganzheitlicher Ausnahmezustand für Körper, Geist und Seele. Nicht nur dein Herz scheint gebrochen zu sein, dein Lebenswille könnte auch diesen Eindruck erwecken. Du brauchst nun jede Hilfe, die du kriegen kannst. Gestalte deine Tage so schön und beglückend wie möglich. Geh Menschen aus dem Weg, die dich nur noch mehr nach unten ziehen würden, und gönn dir etwas Schönes. Widerstehe der Versuchung, deinen Kummer mit Essen, Alkohol oder anderen Substanzen zu betäuben. Die Langzeitfolgen möchtest du nicht in Kauf nehmen müssen. Vertraue uns in diesem Punkt. Nummer 3. Zweifle keinesfalls an dir. Der dritte Punkt ist der wichtigste auf dem Weg hin in Richtung Heilung. Das Verlassen oder zurückgewiesen werden hat nichts mit dir als Person zu tun. Du bist nicht schuld, wenn jemand dich betrügt, verlässt oder einfach nicht mit dir zusammen sein möchte. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Die neue Partnerin oder der neue Partner ist nicht automatisch besser als du und du bist keinesfalls schlechter. Die Gründe mögen vielfältig sein, warum wir in der Liebe einen Platzverweis kassieren müssen. Aber wir als Mensch sind nicht das Problem, jedenfalls nicht allein oder hauptsächlich. Wir haben bis heute nicht ganz verstanden, wie die Liebe zwischen zwei Menschen wirklich funktioniert. Zwar gibt es zahlreiche Forschungsprojekte und Studien dazu, aber ein wissenschaftlich fundiertes Ergebnis zur Wechselwirkung der Liebe liegt bislang nicht vor. Sie wird uns daher immer ein Rätsel bleiben und warum sie kommt und wieder geht, ebenfalls. Nummer 4. Konzentriere dich auf die positiven Seiten der Trennung. Triff dich mit Freunden, die du schon länger nicht mehr sehen konntest. Geh deinen Hobbys und Leidenschaften nach, die zu kurz gekommen sind, und trag wieder all die Kleidung, die deine erloschene Flamme an dir nicht sehen wollte. Es hat viele gute Seiten, wieder Single zu sein. Stürze dich ins Nachtleben, wenn es dir Freude bereitet, oder dekoriere die Wohnung um. Widme dich deiner Ausbildung oder deinem Beruf, denn auch diese Bereiche müssen oft zugunsten der Liebe auf der Strecke bleiben.
Sieh zu, dass du dich wirklich jeden Tag daran erinnerst, welche Möglichkeiten dir nun wieder offen stehen, die dir während deiner Beziehung versagt geblieben sind. Nicht alle Partner sind unterstützend oder freuen sich mit uns. Vielleicht stellt sich innerhalb dieser Neuorientierung sogar schon recht bald ein befreiendes Gefühl ein. Oft sehen wir in einer Beziehung gar nicht, wie viele Kompromisse wir machen müssen und wie oft uns die Liebe ganz brutal die Flügel stutzt, wo sie uns eigentlich beflügeln sollte. Es gibt im Leben keinen Nachteil ohne Vorteil. Suche diese positiven Auswirkungen, die die Trennung auf dein Leben hat, und konzentriere dich darauf. Nummer 5. Aus den Augen, aus dem Sinn. Unser Herz hängt manchmal an Menschen und Dingen, weil unser Blick nicht von ihnen lassen kann. Entferne daher alle Erinnerungen, Fotos und sonstige Überreste deiner verflossenen Liebe aus deiner Umgebung. Schneller als uns lieb ist, kann die Nostalgie sonst Besitz von uns ergreifen und im Nu die schönen Bilder heraufbeschwören, die wir schon vergessen glaubten. Unser Gehirn spielt uns hier übrigens einen Streich. Ein Selbstschutzmechanismus unseres Erinnerungsvermögens sorgt dafür, dass wir uns überwiegend an das Gute und Schöne nach einer Trennung erinnern. Fatalerweise ist dieser Reflex aber hinderlich, wenn wir loslassen und weitermachen möchten. Verbanne daher alles, was dich noch irgendwie an deine Ex-Partner erinnern könnte, aus deinem Leben. Lösche Textnachrichten und E-Mails, blockiere sie und sperre am besten auch ihre Telefonnummer. Die Vergangenheit hat nur selten Neues zu berichten. Unser heutiges Fazit: Bleib nicht im Regen stehen. Auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt, dieser Schmerz wird vergehen. Liebeskummer braucht seine Zeit, um zu heilen. Allzu viel davon solltest du ihm aber nicht gewähren. Jemand hat Nein zu dir gesagt und das auch so gemeint. Dieser Rückschlag ist nicht schön, hat aber, so seltsam das auch klingen mag, nichts mit dir als Person zu tun. Lass dich nicht unterkriegen von der Liebe, nur weil sie einmal nicht auf deiner Seite war. Wenn der Himmel dir Regen schickt, anstatt exklusiv für dich voller Geigen zu hängen, dann bleib nicht stehen. Denk immer daran: Wenn wir im Leben etwas nicht bekommen, was wir uns von Herzen wünschen, dann nur aus einem einzigen Grund: Wir verdienen etwas sehr viel Besseres. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.